Ihr seid auf dem Ponwer-Kanal, ich bin der Frank. Herzlich willkommen zum kurzen Update-Blog. Ich will drei Fragen schnell beantworten. Bleibt einfach dran. Ja, erste Frage war vom Chris. Er hat jetzt der Ponwer Pure frisch bekommen und stellt sich die Frage, früher bei seinem bisherigen Futter hat er immer noch ein bisschen Mikronährstoffe und Fett dran gemacht. Ist es okay? Kann ich das auch ans Pure dran machen? Spricht erstmal gar nichts dagegen. Auf jeden Fall ist es möglich, insbesondere in der kalten Jahreszeit ist das ein probates Mittel. Über den Sommer ja, muss das eigentlich nicht sein. Also sein müssen muss es eh nicht. Das Futter ist schon komplett, aber wenn es noch ein bisschen pimpen, tunen will, kann das natürlich dennoch tun. Also von daher ein Ja. Nächster Punkt, Frage war vom Thomas. Der Thomas hat einen gepumpten Teich noch, keine Schwerkraft, ist da ein bisschen am Optimieren, am Umbauen, hat er auch gemacht und jetzt hat er festgestellt, dass seine Rücklaufrohre recht laut sind, irgendwelche Geräusche verursachen. Das haben wir schon untersucht, da habe ich jetzt gesehen, dass in den Rohren Luft ist, weil einfach die Rohre nicht ganz gefüllt sind. Da will er jetzt nochmal was umbauen, sodass eben mehr Wasser durch die Rohre geht und die Rohre dann komplett gefüllt sind. Und wenn keine Luft mehr da ist, ist normalerweise das Geräusch auch weg oder sehr reduziert. Also von daher Luft aus dem Rohr ist hier sehr wahrscheinlich die Lösung, die dann eben zum Erfolg führt. Nächste Frage war, ja, wieso produzierst dein Futter nicht zum Beispiel in der Schweiz? Da gibt es ja auch ein tolles Koi-Futter, eine tolle Mühle. Ja, das ist relativ einfach beantwortet. Es macht per se für mich jetzt keinen Sinn, das Futter in einem Hochpreisland zu produzieren, wie Norwegen, wie Schweiz oder andere Länder. Nicht, dass die jetzt kein gutes Futter machen könnten, das können wir hier auch. Es gibt ja einige Futtermühlen in Deutschland, bekommen wir hin, haben wir noch kürzere Transportwege, haben bessere Preise, weil in einem Hochpreisland geht ja natürlich schon mehr auch an Lohnkosten weg, haben wir hier nicht in Deutschland. Also von daher haben wir da mehrere Gründe, die dagegen sprechen und die Vorteile wären aus meiner Sicht nicht vorhanden. Von daher deutsches Futter made in Germany, natürlich auch ein bisschen Lokalpatriotismus. Man kann sehr gerne deutsche Produkte kaufen, da steigert man die deutsche Wirtschaft im Futterbereich. Diese Mühlen sind meistens auch eher kleinere Betriebe, Mittelständler. Also keine Riesenkonzerne, von daher tun wir da definitiv was Gutes, wenn wir ein deutsches Futter kaufen und wenn das dann auch gut gebaut ist vom Design her und in der Produktion und dann auch für einen schmalen Euro, dann haben wir Win-Win. Und genau so soll das natürlich auch sein. Dann möchte ich noch kurz einen Ausblick geben. Der Stammtisch ist ab 20 Uhr. Sonntags haben wir ab letzten Sonntag schon so gehabt, jeweils um 20 Uhr und wird jetzt so über den Sommer fortgeführt. Und auf dem Kanal selbst werden jetzt auch wieder einige Videos anstehen. Ich habe ein paar Teile für die Fritzbox, die man schalten kann. Die werde ich, glaube ich, als nächstes vorstellen. Also es bleibt spannend, macht ein Abo, wenn ihr noch keins habt, lasst einen Daumen hoch dafür heute. Bleibt gesund und bis bald. Ciao.